Liebe Europäerinnen und Europäer, in diesem Jahr können wir auf 75 Jahre Ende des Zweiten Weltkriegs zurückblicken. Das bedeutet vor allem auch, wir blicken auf 75 Jahre Frieden in Europa. Viele von uns kennen Kriege glücklicherweise nur noch aus Erzählungen und aus Geschichten. Das bedeutet jedoch nicht, dass Frieden eine Selbstverständlichkeit geworden ist. Nach fast 6 Jahren Krieg und über 60 Millionen Opfer allein im Zweiten Weltkrieg begann der Neuanfang in einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft. Heute leben wir in einem friedlichen und geeinten Europa, das sich der Bewahrung der europäischen Werte verschrieben hat. Werte wie Sicherheit, Rechtsstaatlichkeit, der Achtung der Menschenwürde, Toleranz, Solidarität und Ablehnung jeder Form von Diskriminierung. Viele große und kleine Errungenschaften haben wir im Rahmen der Europäischen Union erlangt und jeden Tag begegnen sie uns im Alltag. Auch Wohlstand hat uns hier der EU in Baden-Württemberg gebracht. Es ist unsere Aufgabe, den uns nachfolgenden Generationen diese Errungenschaften nicht nur zu erhalten, sondern auch weiterzugeben. Es ist unsere Aufgabe, diesen Frieden in Europa zu bewahren. Und das geht nur gemeinsam. Gemeinsam sind wir stark und schaffen es auch die nächsten 75 Jahre in einer Gemeinschaft der Stabilität, der Solidarität und des Zusammenhalts zu leben. Und die aktuelle Corona-Krise bietet gleichzeitig die Chance, in Europa noch näher zusammenzurücken, nationalstaatliches Denken zu überwinden, noch mehr zu der Erkenntnis zu gelangen, dass wir vor allem dann stark sind, wenn wir zusammenstehen. Lassen Sie uns aus unserer Geschichte lernen. Jeder einzelne Bürger, jede einzelne Bürgerin kann einen Beitrag dazu leisten, dass sich das Leid des Zweiten Weltkriegs nie mehr wiederholt. Lassen Sie uns gemeinsam für Frieden in Europa eintreten. Machen wir es uns zu unserer Aufgabe, diesen Frieden in Europa zu bewahren.